In einem orthonormierten Bezugssystem der Ebene mit Ursprung O ist die Parabel P mit kartesischer Gleichung y gleich x² angegeben. Man betrachtet die Geraden D, die P in zwei Punkten M und N verschieden vom Punkt O schneiden, so dass die Vektoren OM und ON orthogonal zueinander sind. Auftrag: Beweise, dass die Geraden D einen Festpunkt enthalten, der zu bestimmen ist. Hier ist die Situation. In diesem orthonormierten Bezugssystem wird die Parabel P mit kartesischer Gleichung y gleich x² angegeben. Wir konstruieren zwei Punkte M und N von dieser Parabel, das heißt M hat als Koordinate m, m² und n hat als Koordinate n, n². Und zwar konstruieren wir diese zwei Punkte m und n so, dass der Vektor om orthogonal zum Vektor on ist, was also bedeutet, der Winkel mon muss ein rechter Winkel sein. Hier kann ich den Punkt m einstellen und wir sehen, wie der Punkt N sich dementsprechend mit verändert. Wir drücken zuerst aus, dass die Vektoren OM und ON orthogonal zueinander sind. Das ist der Fall dann und genau dann, wenn das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren 0 ergibt. Und da wir in einem orthonormierten Bezugssystem arbeiten, kann man dieses Skalarprodukt berechnen durch Abszisse mal Abszisse plus Ordinate mal Ordinate, also so. Aus dieser Summe können wir m mal n ausklammern und da weder m noch n 0 ist, denn m und n sind ja verschieden vom Punkt O, muss dieser Faktor 1 plus m mal n 0 sein. Woraus wir also schließen, dass das Produkt von m und n minus 1 sein muss. Jetzt betrachten wir eine Gerade d, wie sie angegeben wird, das heißt eine Gerade m, n. Wenn wir hier m verstellen, so sehen wir, wie die Gerade d sich mit verstellt. Und wir sehen, anscheinend gehört dieser Punkt P mit Koordinate 0, 1 zu all diesen Geraden D. Wenn man zwei solche Geraden gezeichnet hat auf Papier, dann entdeckt man auch sehr schnell diese Eigenschaft. Und genau die sollen wir beweisen. Um zu beweisen, dass dieser Punkt P zu dieser Geraden D gehört, werden wir zuerst die kartesische Gleichung dieser Geraden D erstellen und hinterher überprüfen, ob die Koordinate von P, das heißt 0, 1, diese kartesische Gleichung erfüllt. Die kartesische Gleichung von D finden wir sehr schnell durch die Koordinaten von M und N. Legen wir los. Y minus die Ordinate von einem der zwei Punkte gleich Ordinate minus Ordinate geteilt durch Abszisse minus Abszisse mal x minus die Abszisse von dem Punkt, dessen Ordinate wir hier eingetragen haben, also minus m. Hier sehen wir die Differenz von zwei Quadraten. Diese Differenz ergibt n minus m mal n plus m. Und da n und m verschieden sind, es handelt sich ja hier um zwei verschiedene Punkte, können wir hier durch n minus m kürzen und somit erhalten wir für d diese kartesische Gleichung. Diese Klammer n plus m verteilen wir auf diese Klammer und so erhalten wir n plus m mal x
minus n plus m mal m. Das heißt minus n mal m minus m Quadrat. Rechts und auch links vom Ist-Zeichen sehen wir den Term minus m Quadrat. Diese beiden Terme verschwinden und hier steht n mal m. Wir wissen aber, dass n mal m minus 1 ergibt. Und somit führt das zu dieser kartesischen Gleichung der Geraden d. Jetzt werden wir überprüfen, ob der Punkt P mit Koordinate 0, 1 zu dieser Geraden d gehört. Das ist der Fall, dann und genau dann, wenn diese Koordinate diese Gleichung erfüllt. Das heißt, wir überprüfen, ob das auch geht, wenn wir x durch 0 und y durch 1 ersetzen. Also der Punkt gehört zur Geraden d, dann und genau dann, wenn diese Gleichheit erfüllt ist. Und die ist erfüllt, dann und genau dann, wenn 1 dasselbe ist wie 1, was offensichtlich okay ist. Das bedeutet, wir haben den Auftrag erledigt.